Hey Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück bei eurem Tjolfa und herzlich willkommen zurück bei Those Remaining Final Nights Followed. Oh, warte mal, ich wollte das gar nicht immer mehr am Anfang sagen. Der Titel ist einfach zu lang. Naja, egal, jetzt wisst ihr wenigstens, worum es geht. Aber schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute. Ich freue mich. Chica freut sich auch. Chica? Chica, du musst sagen, dass du dich freust. Na, dann eben nicht. Wie auch immer, ich hoffe, ihr könnt natürlich wie immer einen Daumen nach oben dalassen, Leute. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr auch in Zukunft nichts verpasst. Wie ihr wisst, ihr könnt komplett kostenlos abonnieren. Kostet nur einen Klick, tut auch gar nicht weh. Wirklich, tut nicht weh. Alles cool. Aber wir spielen jetzt weiter in Those Remaining Final Nights. Wir sind ja jetzt schon in der dritten Nacht und wir können ja jetzt hier immer unsere Nächte auswählen. Ich kriege ja immer einen Code nach jeder Nacht, den ich euch aber nicht zeige. Weil ihr dürft den nicht sehen. Das hat der Entwickler verboten. Dann müsst ihr euch mit dem anlegen. Ich bin da raus. Aber damit mal wieder ein herzliches Willkommen hier im Büro, Leute. Zurück in... Oh, warte, den... Warte, komm mal her. Den Phone-Call müssen wir uns, glaube ich, anhören. Ich glaube, der ist wichtig. Oh, die sind schon alle unterwegs. Weil ich glaube, jetzt ist auch Chica aktiv, oder? Ich weiß nicht. Warte, ich gehe erst mal dran. Okay, Freunde, Chica ist heute Nacht tatsächlich noch nicht aktiv, aber dafür Bonnie. Bonnie kommt durch den rechten Vent. Kann ich hier den Vent wechseln? Ja, kann ich. Aber für Bonnie müssen wir ja eigentlich den Vent gar nicht wechseln, oder? Ich meine, Bonnie, wenn... Warte mal, wie funktioniert Bonnie nochmal? Ich meine, der Kerl hat es gerade auch am Telefon... Moment, ich muss mal kurz hören. Oh, Musicbox. Warte. Warte, das ist die dritte Nacht jetzt, ne? Warte. Nee. Huh? Hab ich was gehört? Nee, Foxy ist... Doch, Foxy ist da. Okay. Okay, Foxy ist weg. Und jetzt haben wir hier... Bonnie ohne Kopf. Hi, Bonnie ohne Kopf. Bonnie ohne Kopf kommt durch den Gang. Und Bonnie ohne Kopf ist ein bisschen tricky, hat der Typ auch am Telefon gesagt. Bonnie bewegt sich quasi immer so in Etappen nach vorne und bleibt dann immer wieder kurz stehen. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen und müssen quasi die Luke zum Schacht genau im richtigen... knapp. Genau im richtigen Moment zumachen. Ansonsten gibt es nämlich Stress, Leute, ne? Wenn wir das nicht genau im richtigen Moment schließen, könnten wir da Probleme kriegen. Oh, warte, Musicbox. Bon. Oh, ja. Das war genau das falsche Timing. Ja, so macht man's nicht. Habt ihr wieder was gelernt bei mir heute? Aber gut, ich glaube, ihr habt die Funktionsweise verstanden, oder? Bonnie taucht quasi hinten auf und kriecht immer so ein Stück nach vorne. Und kriecht so ein Stück nach vorne und macht immer Pause zwischendurch. Nicht so wie Freddy. Freddy, der kriecht ja einfach durch, ne? Weil der glaubt, hier hinten gibt's Plätzchen. Gibt's nicht, ne? Aber er denkt, hier gibt's ein paar Kekse im Büro. Deswegen, der gibt Gas. Er hat Hunger. Der muss hier rein. Und Bonnie chillt immer zwischendurch so ein bisschen. Das heißt, wir müssen genau den richtigen Moment abpassen, um hier die Luke dicht zu machen. Ansonsten gibt's, wie man eben unschwer gesehen hat, Stress. Das endet nicht gut. Ansonsten bleibt aber alles gleich, wir müssen nur zusätzlich noch auf Bonnie aufpassen. Das war jetzt halt gerade eben doofes Timing, ich hätte schnell zumachen sollen. Aber egal, wir kriegen das schon hin. So, warte mal. Ist hier jemand? Foxy? Oh, warte mal. Hey, Freddy! Oh, shit. Yo, das war knapp. Oh, Foxy war da. Ich habe ihn nur gerade so gehört. Ich habe gerade so ein leises, noch gerade so, als wenn er atmen würde, gehört. Und da habe ich mal schnell zugemacht. Da habe ich zum Glück, das war richtig lucky. Ey, wir wären gerade fast schon wieder draufgegangen. Holy shit. Okay, Bonnie ist noch ganz da hinten. Also, gerade kurz Entspannung. Wir können uns was zu trinken holen. Oder uns an der Nase kratzen. Okay, Foxy kommt schon wieder ins Büro. Da ist Bonnie. Warte. Jetzt. Zu. Und jetzt hierhin. Okay.
Wo ist Foxy? Foxy geht zurück. Alright, alright. Wir müssten... Yes. Genau richtiges Timing, Leute. Let's go. Okay, wir haben Bonnie abgewehrt. Ihr habt es gesehen. Wenn Bonnie quasi diese letzte Etappe loslegt, ne, diese letzte Etappe losläuft, loskriegt, was auch immer, dann müssten wir schnell den Schacht zumachen und dann sind wir safe. Nice. Oh, ich kann ja sogar zoomen. Lol, sehe ich gerade erst. Ja, moin, wieder was gelernt. Okay, wo ist Foxy? Foxy ist da. Okay, Freddy ist da. Okay, ich wollte nur kurz wissen, wo Foxy ist. Nicht, dass Foxy schon im Gang ist wieder. Okay, Bonnie ist auch schon wieder auf dem Marsch nach vorne. Okay, wir wehren erstmal Freddy ab. Weil das müssen wir machen. Oh, ah nee, Bonnie war noch auf dem Rückweg. Okay, dann sind wir Bonnie erstmal los. Okay, das ist natürlich easy. Und Foxy chillt auch erstmal wieder hier hinten. Und wir haben 3 Uhr nachts. Okay, sieht ja ganz gut aus soweit. Musicbox wieder starten. Alright. Okay, ich dachte, wir werden sehr viel mehr Probleme haben, aber alles cool. Okay. Gut, da haben wir erstmal wieder kurz Entspannungspause. Ich hätte echt gedacht, dass Foxy aggressiver ist in der dritten Nacht. Aber ich dachte eigentlich, okay, da kommt Foxy schon. Ich dachte eigentlich, wir haben auch Chica in dieser Nacht noch als Gegner, weil mit Chica wird es dann richtig eklig. Ich glaube, 4. oder 5. Nacht war dann auch die Nacht, die wir abgebrochen haben, damals im Livestream. Weil es nicht mehr ging. Foxy? Foxy. Foxy? Er ist noch nicht weg. What the fuck war das? Oh mein Gott, ich hab... ich geh nach Hause jetzt. Ey, den hab ich ja gar nicht kommen sehen. What the fuck? Ich glaube, wir haben die Tür zu früh zugemacht. Alter, ich glaube, das war gerade das Problem. Wir haben die Tür zu früh geschlossen. Und Foxy kam... Ich hab die Tür, glaube ich, zugemacht, bevor er geatmet hat. Und dann hat Foxy direkt angegriffen. Durch die zune Tür. Oh mein Gott, hab ich mich erschreckt, Alter. Okay, warte, Foxy ist jetzt wieder da. Warte. Hallo? Noch kein Atmen. Chill. Warte. Freddy kommt auch. Freddy ist auch da. Was? Nee, nee! Hä? Warum verarschen die mich denn jetzt? Hä? Die Musicbox war gerade aus. Foxy war an der Tür und hat geatmet. Und Freddy kam durch den Schacht? What the hell? Wie soll ich das denn alles abwehren? Oh mein Gott. Okay, okay, Leute. Konzentration jetzt. Konzentration. Wir müssen es hinkriegen. Okay, Foxy ist auf dem Weg. Wir hören ja immer so ein leises Klicken. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt hören könnt. Aber da war's. So ein leises Klicken. Und dann ist Foxy hier an der Tür. Und dann bewegt Foxy sich langsam nach vorne. Und dann müssen wir nur mal warten, bis Foxy atmet. Das ist so. Oh, da war wieder das Klicken. Foxy ist ein Stück nach vorne gekommen. Warte, Musicbox ist aus. Warte kurz. Mach zu. Oh mein Gott, ich habe alle gleichzeitig abgewehrt. Junge, nenn mich Meister von FNAF, Alter. Ich habe alle drei gleichzeitig abgewehrt, Leute. Let's go. Freddy, die Musicbox und Foxy gleichzeitig alle wieder nach Hause geschickt. Okay, oh, guck mal da. Guck mal, da kann er jetzt auch hier, ne, wir können ranzoomen. Guck mal, da können wir Foxy schön, Foxy sag ich schon, Bonnie schön in den Hals gucken, ne? Nice, toll. Okay, keine Ahnung, Leute. Da ist Foxy schon wieder. Wir müssen diese Nacht jetzt schaffen. Wir müssen jetzt durchziehen. Bisschen Konzentration bitte, ne? Bisschen Concentration, please. Und dann jetzt aber durchziehen. Alright. Ist Foxy schon hier? Oh, hi.
Ist Foxy hier? Nee, Foxy geht zurück. Okay. Dann warten wir jetzt mal kurz auf den Angriff von Bonnie. Dann machen wir jetzt nämlich erstmal hier schnell die Luken dicht. Oh, da ist er! Nice, nice. Das war knapp, das war knapp. Das wäre fast schief gegangen. Ich habe kurz nicht aufgepasst. Alright. Bonnie geht zurück. Sehr gut, sehr gut. Ist auch besser für dich. Und für mich. Vor allem ist es besser für mich. Okay, wo ist Foxy? Da ist... Ist das da Foxy? Jupp, das ist Foxy. Okay. Nur mal kurz gucken, nicht, dass Foxy wieder im Gang ist, aber keine Geräusche macht. So, wir machen mal für Freddy die Luke zu. Und Bonnie ist immer noch auf dem Weg zurück. Okay. Also, sind wir Bonnie... Jo. Bonnie sind wir auf jeden Fall erstmal los. Easy Game. Okay, wir haben wieder 3 Uhr nachts. Und Foxy kommt jetzt, glaube ich, gleich nach oben. Okay, Freddy haben wir gerade auch abgewehrt. Gut. Konzentration jetzt bitte. Keine Türen mehr zu machen wie eben. Das war ja übel, Alter. Also der Jumpscare eben von Foxy, der hat gesessen. Ey, der hat mir fast die Schuhe ausgezogen. Hat mir fast eingepisst. Das war wild. Okay, Foxy ist aktiv. Wir gehen mal kurz zur Tür. Jetzt passen wir auf, dass uns dasselbe nicht nochmal passiert. Oh, ich habe was im Auge. Okay, Foxy ist ein Stück nach vorn gekommen. Alles andere sieht clear aus. Kein Freddy, kein Bonnie. Musicbox läuft. Come on. Okay, Foxy ist da. Tür zu. Und Foxy geht zurück. Easy Game, Leute. Easy Game, easy life. Okay, Bonnie ist auch nicht mehr im Gang. Da läuft Foxy zurück. Schön wieder zurück ins Wohnzimmer. Ein bisschen Fernsehen gucken. Man weiß es nicht. Abend genießen. I don't know. Und wir haben 4 Uhr nachts. Müsste gleich aber schon umspringen auf 5. Wir sind ja schon relativ weit. Ne? Und, warte, ist Bonnie wieder da? Nee, noch nicht. Okay. Oh, sieht gut aus soweit. Sieht gut aus. Nice. Sehr gut. Keine krassen Jumpscares so wie eben. Kann ich ja vielleicht auch schlafen heute Nacht. Oh, Freddy ist sogar hier im Wohnzimmer. Lol, ich dachte, Freddy ist schon längst wieder auf dem Weg gleich zu uns. Okay. Bonnie. Okay, Bonnie kommt aber. Jupp, Bonnie ist auf jeden Fall auf dem Weg. Und Freddy geht auch wieder in Schacht. Okay. Dann werden die beiden vermutlich unser nächstes Problem. Ich schätze mal, die werden jetzt gleich relativ gleichzeitig angreifen. Ja. Okay, wir haben 5 Uhr aber. Oh, wenn wir Glück haben, kommen wir gut durch. Warte. Oh, Foxy ist auch da. Oh, Leute. Okay, aber auf dem Bildschirm haben wir jetzt den Freddy-Schacht. Hier können wir Bonnie sehen. Und rechts von uns hören wir Foxy. Okay, warte. Warte. Wer greift zuerst an? Nein, ich habe die Musicbox nicht geschafft. Nein, 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 Puppet, come on, bitte. Die Uhr. Hey! Alter. Oh mein Gott, wir waren so kurz davor, Leute. Alter. Ey, mir hat gerade, ey, 2 Sekunden schneller bei der Musicbox und wir hätten es geschafft. Jesus, nein, nein, nein. Oh. Nee. Aber Freunde, das war's an der Stelle erstmal wieder für die heutige Folge. Ich habe genug Schocks erlebt heute. Das reicht. Das reicht. Ich brauche eine Pause. Ich würde deswegen auf jeden Fall sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und euer Trooper verabschiedet sich. Ich hoffe, die Jumpscares waren nicht zu übel. So 1, 2 haben echt reingepfeffert heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Und bis dahin.